Und seid damit wieder recht herzlich willkommen. What the fuck? Ja, also recht herzlich willkommen bei What the fuck? Wir haben einen Stein in der Bude. Was? Wieso? Ich habe so eine Vermutung, dass da irgendwann mal ein Stein war. Hä? Mann, hier ist der Ausgang. No! Ich habe das Gefühl, unsere Dodos haben gerade keine Freude mehr. Oh je. Ja, also wie man hier wunderbar erkennen kann, Steine können offenbar respawnen. Scheiße. Warte mal. Ist ja einerseits ganz toll, aber andererseits finde ich es auch gar nicht so toll. Ich organisiere jetzt gerade erstmal ein wenig Flint. Und gegebenenfalls Metall. So, noch so ein riesiger Stein, ne? Also die respawnen offensichtlich tatsächlich. Boah. Boah. Jetzt brennt gleich der Stein. Ich hoffe, den Dodos geht's gut. Sieht aber so aus. Axel ist auf jeden Fall am Start. So, und hier organisieren wir uns jetzt so ein bisschen Stein raus. Ich hoffe, das passiert nicht öfters. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die irgendwie ein Update eingespielt haben oder nicht. So. No! Oh nö! Super! Unsere Dodos sind durch den Boden geflutscht. Und dann müssen wir mal schauen, ob wir die da rausretten können. Hier ist... Was? Denkt ein Dodo... Popo. Aus der Wand. Warte mal, ich wollte eigentlich, Was? Name your Dodo? Hä? Ach so, natürlich. Falsche Taste. Aber, hä? Irgendwas ist hier gerade komisch. Warte mal. Ich ahne Übles. Ja, genau. Alle Bäume stehen wieder, wo sie waren. Und der Riesenfelsen, den wir mühevoll weggeklatscht haben, der ist auch wieder da. Auch hier sind alle Steine wieder da. Hier ist einer unserer Dodos und der andere... Ich weiß nicht, wo der andere ist. Ich habe Ich habe da eine üble Befürchtung. Aber nee, ich habe doch eben Axel gesehen. Jetzt, wir nehmen erstmal den Dodoranten mit hier. Oder den Deodorant, okay. Warte mal. So, enable following, komm mal mit. Was gerade? Ja, genau, Hauptsache erstmal knattern. Was gerade hat erstmal ein Ei rausgekackt. Hier, komm mit. Wie er nicht will. Krieg gleich ein Level up hier vor Sorge. Warte mal. Hä? Ist doch eigentlich alles richtig? Aber wenn ich jetzt hier mal direkt nach hinten gehe. Ah ja, dann kämpft er sich da hinten irgendwie durch. Alter. Komm mir nicht auf Ideen. Komm lieber mit. Genau, so ist brav, so ist fein. Jetzt überlege ich gerade, ob wir den Dodo-Raum woanders hinpacken, weil wenn da wieder so ein Stein spawnt, ja. Da habe ich ehrlich gesagt wenig Lust drauf. Hängt der jetzt im Baum fest? Nee, knapp daneben. Glück gehabt. So, Dodo. Komm herein. Ich gehe extra mal ein bisschen in die Ecke. Will er nicht? Was ist da hinten? Ah, da hinten ist ein Dingsbums. Halt, nicht so weit. Ja, genau. Komm hier rein. Komm. Halt, nein. Hier. Wie er nicht will. Kommst du hier rein? Hier. Das gibt's doch nicht. Bist du blind oder was? Da hinten, halt gesagt. So, geht doch. Mensch, Dodo, ey.
Haben wir relativ viel. Ach! Er findet natürlich die Tür wieder nicht. Aber irgendwie, mein Freund. So, war mal ihm hier, sage ich mal ganz kurz. Enable Following, dass er hier mal runterkommt. Komm mal runter, mein Freund. Sehr schön, genau, das war mein Plan. So, du bist auch Level. Genau, du bist auch Level up. Dann können wir hier nämlich mal, viel Damage macht denn der eigentlich? Movement Speed 300. Boah. Da hat er schon noch ein halbes Level eigentlich gehabt. So, mein Freund, warte, ich leg mal ganz kurz die Fackel weg. Ich sehe überhaupt nichts. Ah, genau. Du musst jetzt nur noch... Was? Hä? Worauf schlage ich denn hier bitte ein? Manu, was ist das für eine blöde Taste hier? Alter, ich drücke ständig die falsche Taste. No! Ich hab's heute mit der Steuerung. Bin heute irgendwie nicht steuerfähig. So, ein letztes Mal. Jetzt bleibt der... Halt, Moment. Die haben, glaube ich, noch beide Enable Following. Disable. Da ist schon disabled. Okay. So, du warst nicht Level Up. Nee. Trotz der Schläge, die er gerade eingesteckt hat, ist er nicht Level Up. Ah, so. Jetzt sind wir wieder auf dem Stand, wo wir eigentlich hinwollen. Haben wir jetzt hier noch Holz drin, weil ich habe davon... Ja, 27. Okay, dann müssen wir vorhin ein bisschen was verbrennen. So, hier ist unser neues Glanzstück. Der Fiomia... Apropos, wir sind ja Level Up. Ja, genau. Aber ich begebe mich nochmal ganz kurz wieder in Sicherheit. So, und dann können wir nämlich selber nochmal ganz kurz... worauf setzen wir denn dieses Mal? Stamina wäre eigentlich auch mal eine Überlegung wert. Auch Food wäre vielleicht durchaus mal eine Überlegung wert. Wobei, deswegen braucht man nicht weniger zu essen. Es hält einfach nur länger. Das hier haben wir letztes Mal ausprobiert. Ich habe auch immer noch keine Ahnung, was das sein soll. Deswegen würde ich... Ich setze nochmal auf Health. Und dann... Aber wir können schon ein Fiumia Cell machen. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass wir das noch nicht können. Simple Bad. So, das wollte ich jetzt mal machen hier auf jeden Fall. Dass, wenn wir nochmal sterben, dann können wir nämlich da in dem Ding respawnen. Und das ist, glaube ich, ganz praktisch, weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir nochmal sterben werden. So, wir haben jetzt noch 4 Punkte. Und damit lerne ich nochmal das Thatch Roof. Dass wir das, sieht nur den Tisch hier. Hier, nee, hier ist ein Tisch. Ja, nee, ist ein Stuhl. Er ist einfach das Gleiche. Aber cool, man kann einen Stuhl machen. Finde ich genial. Ich mag das, wenn man so Einrichtungsgegenstände noch basteln kann. So, jetzt haben wir nämlich schon mal das Dach, was wir dann machen können. Dann müssen wir hier nur noch irgendwie, ich weiß gar nicht genau, wie das geht, irgendwie so eine Art Treppe oder, na, Treppen gibt es ja halt noch nicht, irgendwas hochbauen. Irgendwas wollte ich jetzt gucken. Warte mal. Flint. Das können wir mal hier reinlegen erstmal, auch die Steine. Und das Ei, das packen wir mal hier drüben rein. Die halten aber auch ewig, ne, die Eier irgendwie. Sollten wir uns mal irgendwie verarbeiten, aber da brauchen wir, glaube ich, so einen Kochkessel dafür. So, können wir denn jetzt eigentlich schon diesen Fiomia... Hallo? Ah, den Fiomia-Sattel machen, beziehungsweise was brauchen wir dafür? Ich glaube, die Mausempfindlichkeit war zu hoch eingestellt. Hab mich schon gewundert. Fiomia Saddle. Wo haben wir ihn denn? Hier haben wir ihn. Wir brauchen 20 Leder, 15 Fiber, 5 Holz. Das geht. Vielleicht haben wir das sogar direkt da. Hide, 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 hide. Wo hatten wir das hingelegt? Hä? Hatten wir einen? Hä? Warte mal. Also entweder bin ich blind... Oder ich weiß nicht, wo unser Leder abgeblieben ist. Ich glaube, wir haben kein Leder mehr. Okay, das bedeutet, wir müssen uns jetzt erstmal Leder organisieren. Ist es denn mittlerweile schon hell draußen?
Ja, es wird gerade Tag. Okay. Dann haben wir gerade noch... Ach, tatsächlich, wir hatten noch ein Fleisch dabei. Es ist noch ein bisschen sehr dunkel, um loszugehen, glaube ich. Aber wir können ja zwischenzeitlich vielleicht noch ein bisschen Zeug sammeln, falls wir etwas finden, was wir tamen könnten. Es wurde übrigens geschrieben, wie wir ein Äffchen tamen können. Vielen Dank an dieser Stelle nochmal. Ich bin echt davon ausgegangen, dass wir den Affen nicht tamen können. Weil sonst hätte ich ihn definitiv nicht in die ewigen Jagdgründe geschickt. So, sehr schön. Wir kriegen wieder ein paar Narkobären. Vielleicht treffen wir unterwegs noch auf ein paar nette Verwandte, denen wir die Haut abziehen können und das Fleisch rausreißen können. Ist es dort windig? Ja, nur leicht. Dann könnten wir vielleicht nochmal ein paar Narkotikums machen. Ach, siehst du, da würde ich gerade sogar noch mal eins mitnehmen. Wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob wir die jetzt schon brauchen. Aber wird das jetzt Nacht oder Tag? Ich hoffe, es wird Tag, also... Ich habe das Gefühl, da haben die irgendwelche Einstellungen rumgedreht. Oder an irgendwelchen Einstellungen rumgedreht. So. Warte mal, was war... Ach ja, genau. Ich wollte Narkotika-Dingsbums mitnehmen. Narkotik hatten wir nicht mehr davon. Ich nehme auf jeden Fall mal eins mit. Und überlege ich gerade den Fiomia, worauf wollen wir den denn eigentlich eher trainieren? Eher, dass er mehr tragen kann oder dass er schneller ist? Weil so langsam sind die ja auch nicht. Klar, es gibt ja natürlich andere Dinos, die sind massiv schnell. Aber ich sag jetzt mal so, für diese Verhältnisse ist er eigentlich schon doch ganz hoch zügig drauf. Ist der eigentlich schon Level Up? Ah, tatsächlich, der ist sogar schon Level Up. Warte mal, da haben wir Movement Speed, achso, tatsächlich, doch nur 135. Tragen kann er 200. Da können wir den Sattel hinpacken. Melee Damage. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, wir bauen mein Food aus. Oxygen hat auch relativ viel. Liegt bestimmt an seinem Rüssel. Ausdauer hat auch relativ viel. Gesundheit auch. Ich würde vielleicht tatsächlich erstmal auf Movement Speed setzen. Und dann machen wir uns irgendwie so ein Düsenjet Fiomia. Was ist denn da unten los? Irgendwie voll die Dino-Party. Und da drüben? Da bewegt sich was. Das ist eine Schildkröte. Da unten hängt, glaube ich, was fest. Aber ich will... Ist das wieder so ein Affentyp? Wir sollten uns unbedingt mal... Warte mal, reicht das vielleicht dafür? Warte mal, ich glaube, wir hatten ja... Ah ne, wir haben nur noch einen, verdammt. Hä, wir hatten noch drei. Das hätte ich jetzt gerade mal überlegt, ob wir mal so ein Spyglass hier machen. Da brauchen wir... Ah, Mann, da brauchen wir zwei Punkte nur für, verdammt. Ein Kompass sollten wir uns irgendwann auch nochmal machen. So, genau. Wir haben jetzt ein bisschen gesammelt. Jetzt ist es hell genug, denke ich. Jetzt können wir uns auf die Jagd machen. Ich habe übrigens beim letzten Mal, wo ich, da hatte ich mal auf so einem Server reingeschaut, hatte ich die Texturen ein wenig schärfer eingestellt. Ich glaube, das wollte ich wieder rückgängig machen. Hallo? Wer hier nicht mehr langlaufen will? Hä? Der Riesenstein war aber letztes Mal noch nicht da, oder? Da konnte man doch immer relativ glatt drüber laufen, oder? Jetzt bin ich gerade... Ich weiß es nicht. So, auf jeden Fall jetzt erstmal höllisch aufpassen, dass wir nicht irgendwelchen Idioten in die Arme rennen. Weil ich weiß nicht genau, was jetzt alles zurückgesetzt ist. Neben Steinen, Bäumen und Pflanzen. Kann es sein, dass sie die Umgebung verändert haben? Sieht irgendwie so leicht anders aus. Oder ich habe irgendwie schon wieder... Ich bin ja auch noch nicht ganz wach. So, da ist auf jeden Fall ein Fleischberg. Aber wir haben keine Steine dabei. Was ist das da?
Achso, das sind die normalen Flugsaurier. Jetzt überlege ich gerade, wollen wir uns an so einer Schildkröte vergreifen? Um ein wenig Fleisch ranzuschaffen. Sieht sehr ruhig aus hier. Noch. Übrigens, die Flatterviecher sollen nicht allzu viel Lebensenergie haben. Man kann es ja nochmal ausprobieren. Ich glaube nicht, dass wir da sonderlich viele Chancen haben. Das kannst du vergessen. Den kriegen wir nicht. Der weiß ganz genau, was wir von ihm wollen. Ich glaube, der kommt auch nicht zurück. Hier ist allerdings auch ein schönes Plätzchen für ein Häuschen. Oh, Dodo! Ein schönes Plätzchen für ein Häuschen. Boah! Alter, da unten baut sich gerade die Arche auf, glaube ich. Das sieht wiederum richtig cool aus hier gerade, so mit dem Meer. Ich krieg schon wieder... Ach was, da ist der Schnee! Da hinten ist der Schneebiom. Wurde ja, glaube ich, auch in den Kommentaren geschrieben, dass wir da mal nördlich lang latschen sollen. Ach, was. Nee, den kriegen wir so nicht. Keine Chance, ganz vergessen. Also wenn der jetzt nicht nochmal irgendwie irgendwo landet oder sowas, dann keine Chance, den kriegen wir nicht. Nee, 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 der ruht ab. Sumpfbiom, kann ich mir vorstellen, wird wahrscheinlich ja auch nicht so weit weg sein. So, warte mal, ich organisiere mal ganz kurz was. Ich möchte gerne diesen Dodo haben. Wir haben ja vorhin noch ein paar Beeren gesammelt. Und Dodos kann man nie genug haben. Irgendwann haben wir eine Deodorantenallee. Wollen wir jetzt 14 Steine gerade... So viele werden wir nicht brauchen. Ja, genau. Können wir auch gerade nicht reparieren. Hat sich erledigt. Jetzt haben wir 15. Ja, das war's auch schon. Level 2. Och, wie süß. Boah, wie schnell sein Ding jetzt einfach runtergeht und wie langsam das Taming im Vergleich dazu ist. Zum Glück haben wir noch ein paar Narkobären. Da hinten. Ah, ist ein Trike, glaube ich. Werter Kollege, du bist Level 2. Was ist denn das für ein Taming Speed hier? Warte mal, dann gebe ich ihm vielleicht nochmal ein paar andere Beeren. Vielleicht, vielleicht fehlt es ihm an Auswahl. Ja, könnte sogar sein. Ansonsten klatschen wir ihm halt nochmal eine, wenn er wieder wach werden will. Hinten sind noch weitere Schildkröten. Was sind das? Ah, da unten sind diese Fischviecher, die Chitin liefern. Chitin, wie auch immer man das aussprechen will. Da hinten ist, glaube ich, noch ein Rüssel, also ein Fiomia. Da unten ist voll die Arche. Da sollten wir gleich mal hingehen. Ja, zwei Narkobären reichen auf jeden Fall erstmal aus. Den haben wir gleich, den Dodo. Ich weiß gar nicht, ob uns das eigentlich Erfahrungspunkte bringt, das Taming. Ich denke aber mal schon. Ich will die beiden Fischviecher da unten haben. Es wurde, glaube ich, auch noch geschrieben, dass wir generell noch ein paar Fische mal irgendwie organisieren sollen, weil das eine ganz gute Nahrungsquelle ist. Das stimmt, das ist mir vollkommen entfallen. Vor allem eine sehr sichere und einfache Nahrungsquelle, wo man nicht permanent stirbt. So wie ich. So, ich denke, der braucht nochmal eine Narkobiere. Jetzt könnt ihr hinhauen mit dem Taming. Und danach gehen wir mal hier runter. Ich weiß nicht, ob der da unten ist, der böse, oder ist das einer von diesen... Nee, das ist ein Dingensaurier, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Oh, guck mal, da ist noch einer.
Es sind schon drei von denen. Das bedeutet Nahrung. Nahrung und Chitin. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, wofür wir das Chitin brauchen werden. Vermutlicherweise, um irgendwelche Werkzeuge oder sowas zu bauen. Weil es ja doch ein relativ hartes Material ist. Ich gebe mal lieber noch eine. Lieber auf Nummer sicher gehen. Wäre schade, wenn das Taming jetzt fehlschlägt. Da ist wieder so ein flatter Viech, mit dem lege ich mich nicht nochmal an. Da schwimmt noch was. Glaube ich, eine Schildkröte. Böse Viecher sehe ich jetzt da unten noch gar nicht. Das darf auch gerne so bleiben. So, wie sieht's aus, Dodo? Ja, reicht das? Reicht das? Ich hoffe es. Wird sehr knapp. Jawohl. Jawohl, weißt du? Der war so tapfer, den nenne ich jetzt Hans Dietrich. So. Ja, die Beeren darfst du erstmal behalten. Was bräuchten wir denn eigentlich, damit wir unseren Dingens hier unsere... Da bräuchten wir Setch für, damit wir das reparieren können. Das ist ganz praktisch, weil wir haben hier noch unseren Freund dabei. Unseren kleinen Freund. Jetzt hole ich mir aber erstmal einen Baum, den ich nicht stehen lassen will. Also den will ich nämlich stehen lassen. Hans Dietrich folgt uns nicht. Ah, doch, Hans Dietrich folgt uns. Sowohl auf Twitter als auch auf Facebook. So, warte mal, auf dem Weg nach unten finden wir sicher einen schönen Baum, den wir mal eben bearbeiten können. Zum Beispiel diesen hier, da ist ein kleiner Freund. Warte mal, Nahrungsquelle. Schön, also ist direkt der Speer kaputt gegangen. Aber das macht nichts, wir haben ja mehrere dabei. Was? Oh, 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 oh. Ich sehe nichts, ich sehe nichts. No, schon wieder der Speer kaputt gegangen. Alter, ein Glück haben wir da mehrere. Schön, kriegen wir auch gleich noch ein bisschen Leder. Der war wohl... Der hat wohl eine Freundin gehabt. Die wollte sich gerade rächen. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Unser Dodo ist wahrscheinlich... Ah, nee, da ist er. Da hinten ist doch ein Strahl. Vielleicht können wir den sammeln. Der ist ein grüner jetzt. Aber erstmal hole ich mir... Ich würde gerade sagen, you defeated dich. Da sind wir jetzt irgendwie krank geworden. Ja, es zählt als Krankheit, wenn man ein Ei legt. Das ist total ungesund und auch unmenschlich. War eigentlich auch ein schöner Baum. Aber der wächst sicher nach. So, wo ist das Ding? Kommt das? Ah, das kommt erst da ganz oben gerade. Dann können wir in der Zwischenzeit nochmal ein bisschen sammeln. Da hinten ist wieder so ein Dingensaurier. Ich freue mich schon, wenn wir irgendwann wenigstens Pfeil und Bogen haben. Ach ja, es gibt ja diese Flare Gun. Ah, die soll... Ich glaube, die macht wirklich nur Licht, ne? Also man kann mit dem Ding nicht angreifen, irgendwie wie, keine Ahnung, bei Forest, wo du da irgendwie die Gegner in Brand setzen kannst. Und wenn dem doch so ist, dann könnt ihr mir das gerne mal in die Kommentare schreiben, dann will ich so ein Ding nämlich mal basteln. So, da war auch schon wieder die Spitzhacke kaputt. Ist doch sowieso viel schöner, wenn wir hier die ganzen Bäume rausreißen. Weil ob die hier fehlen oder nicht, beziehungsweise es ist sogar vorteilhaft. Weil, dann können wir eher mal sehen, wenn irgendwo was Böses im Busch ist. So. Schauen wir gleich nochmal, ob das Ding mittlerweile gelandet ist. Ah. Ah, ja, fast. Er ist fast da. Den holen wir uns. Hans Dietrich ist auch unterwegs. Ich weiß nicht, ob wir die Grünen schon sammeln können. Warte mal, wir sind jetzt Level 11. Ich glaube ja irgendwie nicht dran. Aber man darf ja nichts unversucht lassen. Ah, verdammt, man muss Level 15 sein. Ich wusste es. Ich dachte es mir. Naja, gut, dann können wir den halt noch nicht öffnen. Ist schade drum. Ja, Hans Dietrich, wie sieht's aus? Was meinst du denn? Zwischendurch Snack gerade mal kurz. Wir haben ja rohes Fleisch dabei, aber das fasse ich jetzt nicht an.
Gib mir mal ein paar von deinen Tintobieren, mein Freund. So. Hans Dietrich ist ein ganz lieber. Der gibt auch von seinen letzten Nahrungsmitteln noch etwas ab. Das, oh, wow, wow, wow. Der ist, glaube ich, böse. Er war böse. Schön, wir haben auf jeden Fall schon mal nochmal einen Raw Meat bekommen. Und auch nochmal eine Runde Chitin. So, jetzt hoffe ich, es ist keine dumme Idee, hier runter zu gehen. Du bist lieb, ne? Das ist ein Lieber. Der wird uns nichts tun. Ich hoffe, Hans Dietrich findet den Weg. Finde den Weg. Hans? Dietrich? Ich höre dich. Ah. Hä? Ah. Okay. So, jetzt holen wir uns mal die Bodenkrabbler. Da ist noch ein Dodo, glaube ich. Irgendwann verfügen wir über eine gewaltige Dodo-Mee. Das hier. Also, eine Muschel. Boah, ist das... Ist das Ding riesig? Nee, ist medium. Nehmen wir trotzdem mal mit. So, wünsch mir einfach Glück. Ah. Was ist, wir haben Siliziumzellen, Dings, Perlen bekommen und Öl. Wofür man Öl braucht, weiß ich gar nicht. So, wünsch mir einfach Glück, dass unsere letzten zwei verbleibenden Speere uns nicht verlassen. Toll, ein Raw Meat. Ich hätte gerne etwas mehr. So, wo ist der letzte? Ist der abgehauen? Da ist er. Oh, da ist noch ein Fiomia. Ich glaube, ein Fi... Ja, genau. Ein Fiomia, der festhängt. Ups, das war gar nicht mein Plan. Ein Fiomia, der festhängt, bedeutet Fleisch, das festhängt. Ich hoffe, er hängt auch fest. Angreifen tun die ja nicht. Das ist sehr praktisch. Der ist Level 19. Ja, geil. Komm hier, wir hacken es gleich ab. Was? What? No! Ach doch, wir haben ihn. Jawohl. Fleisch und Leder. Wunderbar. Beides können wir sehr gut gebrauchen. Oh, wie viel einfach rauskommt. Oh, herrlich. Guck's dir an. Wir müssen öfters mal Fiomias erledigen. Das lohnt sich ja richtig, ey. Wie viel Fleisch haben wir jetzt? Oh ja, 32 Fleisch, sehr schön. Und wir haben 15 Leder. 15 Leder. Wir brauchen 20, verdammt. Das heißt, wir müssen noch irgendwo etwas... Was ist das denn? Hä? Was ist denn? Ein toter Ichthyosaurus. Oh ja, wunderbar. Aber ein Ichthyosaurus, das ist... Ach, das ist irgendwie so ein Seeviech. Das sind diese Ichthyosaurus-Dinger. Was ist das für ein... Oh. Dodo! Okay, der hat uns aber leider kein Leder gebracht, sondern nur Fleisch. Nur in Anführungsstrichen. Wie viel haben wir jetzt? Jetzt haben wir 50. Boah, wie viel hat denn der gerade an Fleisch gebracht? Leder haben wir leider immer noch 15. Leder! Leder! Tut mir sehr leid, wir brauchen Leder. Leder! Leder! Kriegen wir gleich noch ein bisschen Holz. Jawohl, so. Tut mir leid, ich werde nie wieder Dodos töten. Nun haben wir, denke ich, genügend Leder, um uns einen Fiomia-Saddle zu bauen. Jawohl, endlich. Mal schauen, der bringt bestimmt noch ein bisschen EP. Oder EXP. Ja, der hat gut EXP gebracht. Wunderbar. So, den haben wir. Los, komm mit Hans Dietrich. Ja, den Dodo lasse ich jetzt. Wir könnten ihn natürlich auch tamen. Der ist schon Level 12. Haben wir denn noch die ganzen Beeren? Hat jetzt unser Kollege. Ach, der hängt fest. Ist voll die Taming-Folge irgendwie. Warte mal, ich muss mal ganz kurz. So. Beeren. Beeren. Hans Dietrich. Wir brauchen gleich noch die Narko-Beeren. Ich glaube, da ist schon eine gespoilt. So.
Narko und normale. Huch, wollte ich gar nicht. Können wir eigentlich unseren Speer reparieren? Ah, wunderbar. Dann haben wir wenigstens einen. Und in der Zwischenzeit, während der Dodo vor sich hin tamelt, können wir nochmal ein paar Zutaten sammeln. Ich hoffe, da sind jetzt auch nochmal ein paar Narkobieren dabei. Weil zwei Narkobieren sind doch ein bisschen wenig. Ah, wunderbar. Und das Narkotik möchte ich eigentlich ungern... Hatte ich den nicht rausgerupft? Den möchte ich eigentlich ungern für ein Dodo verwenden. Mal schauen. Ja, siehst du, der ist schon wieder ganz schön runter. So, Bären sollte der nun genug haben. So, mein Freund. Ich glaube, das stimmt tatsächlich. Das Food geht einfach nicht runter bei den Dodos. Wieso auch immer. Ich meine, die können sowieso, die haben irgendwie fast 500 hier. Ich träume davon, so viel zu haben. Ja, das geht ja relativ zügig mit dem Kollegen. So. Ich denke, an der Stelle werde ich mich dann schon mal von euch verabschieden für diese Folge. Bedanke mich fürs Zuschauen, dass ihr mit dabei wart. Und es dürfen gerne öfters mal irgendwelche Itchis hier am Strand rumliegen. Die sind ganz praktisch, glaube ich. Ja, und dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge. Ja, genau, mehr kann man dazu nicht sagen. In der nächsten Folge haben wir ein Dodo mehr. Bis dahin erstmal, see ya!